Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mir mal einen Herrn Doktor eingeladen, der zwei verschiedene Tätigkeiten ausübt. Einmal ist er Trommellehrer für afrikanische Rhythmen und dann ist er auch noch Dozent für Erwachsenenbildung. Diese beiden Dinge harmonieren sehr schön zusammen und darüber werden wir uns jetzt auch im Einzelnen unterhalten. Und erstmal möchte ich Ihnen vorstellen, Dr. Roland Daue. Roland, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, freue mich sehr, hier zu sein. War schon ein sehr nettes Vorgespräch. Dankeschön. Gerne geschehen. So, dann wollen wir mal anfangen. Du hast ja zwei Tätigkeiten. Ja. Und diese beiden Tätigkeiten sind ja sehr zeitaufwendig. Und hast du dadurch, durch Corona, hat dich das so ein bisschen alles oder wurde dadurch etwas vereinfacht, weil du da nicht so viel wahrnehmen konntest, oder hat dich das nicht beeinflusst? Das hat mich sehr beeinflusst. Also ja. Das erste Jahr 2020, da ist bei mir gar nichts mehr gegangen, weil ich in Volkshochschulen Vorträge und Gruppen mache und Trommeln auch an verschiedenen Orten. Und das war alles nicht mehr möglich. Also ich habe von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 die Einnahmeeinschränkung gehabt. Das war ein Jahr, war das schwierig, ja. Und dann ging das langsam wieder los. Mhm. Dann lernte man Zoom-Meetings machen und alles Mögliche über Internet. Und dann, jetzt hat sich das wieder normalisiert. Ja. Und in dieser Zwischenzeit bist du finanziell zurechtgekommen oder gab es auch bei dir Unterstützung? Ich habe ein Jahr, also die ersten Programme habe ich Überbrückungshilfe beantragt, weil ich ja als Solo-Selbstständiger Fixkosten habe, ja, für ein Auto und für Heizung und was weiß ich. Und die konnte ich so nicht abfangen. Und das war auch eine gute Unterstützung. Da war ich sehr froh, dass das ging, und bin ich auch ganz gut mit zurechtgekommen. Bist gut zurechtgekommen. Ja, und so gerade eben, wie das so ist, ne? Und viele Leute mussten ja mehr sehr, sehr lange darauf warten. War das bei dir auch so oder waren das so Einzelheiten? Es war eine Wartezeit von 6 bis 8 Wochen. Außer die erste Zahlung, die ging sehr schnell. Ja, ja. Naja, dann war das ja sehr zufriedenstellend. Ja. Wir kommen zu deinem Geburtstag, 23.04. Das ist ja gerade gewesen, nachträglich nochmal. Alles Gute für dich. Dankeschön. 1951, dann hast du im letzten Jahr hast du Runden gehabt. Ja, so ist es, ja. In Hamburg geboren und wo, in welchem Stadtteil? Hamburg-Langhorn. Also wer von euch oder Ihnen oder den Gästen, die zuhören und zuschauen, das nicht kennen, das ist der Stadtteil, wo Helmut Schmidt gelebt hat. Ja. Genau. Und das ist auch die Zufahrt zum Flughafen, ne? Ja, genau. Wir haben aber direkt an der Grenze gewohnt und ich bin dann im zweiten Schuljahr sind wir 1 Kilometer weiter gezogen und dann war ich dadurch in Schleswig-Holstein. Ach so, und seitdem ist das auch meine Heimat geworden. Ja, ja. Deine Kindheit hast du dann auch dort verbracht? Ja, genau. Ja. Ja. Und hast du da so besondere Dinge in deiner Kindheit schon gehabt, was sich so für später abzeichnete? Also wenn ich jetzt mein heutiges berufliches Tätigsein betrachte, ich habe mir natürlich auch so Gedanken gemacht für diese Sendung und mir ist dann eingefallen, mein leiblicher Vater, später hatte ich einen Stiefvater, der fuhr zur See und der brachte uns Kindern ganz schöne Sachen mit aus aller Welt. Und dazu gehörten natürlich ausgestopfte Tiere und alle möglichen Masken und Holzgegenstände und so etwas folkloristischer Art und unter anderem eine Urwaldtrommel. Und wenn ich heute Trommler bin, dann erinnere ich das noch, wie so, die war so in meinem Zimmer aufgehängt. Und da hatte ich dann noch eine rote und eine grüne Glühbirne reingetan. Und dann war abends ich immer fantasiereisemäßig im Urwald. Das war, hast du das möglicherweise verinnerlicht, ne? Ja, möglich. Kommst du dann in der Schulzeit, die Grundschule oder die Volksschule, hast du dann dort auch im Hamburger Raum verlebt, die ersten 4 Jahre? Wie gesagt, die Volksschule war erst in Hamburg-Langhorn und dann sind wir umgezogen, dann war sie in Norderstedt. Norderstedt ist ja 1970 aus 4 Gemeinden zur Stadt zusammengelegt worden. Und ich war da im Stadtteil, im heutigen Stadtteil Haxheide. Ach so, aha. Und da habe ich dann nach diesen 4 Jahren eine weiterführende Schule, hast du die besucht dann? Oder? Da habe ich Realschule gemacht
und wollte, wenn ich das ganz unbescheiden sagen darf, mit 12 wollte ich Bundeskanzler werden. Ja, so laut. Und da hat mein Vater natürlich nicht so laut gegrinst, aber er hat gesagt, wenn du das willst, dann musst du Abitur machen. Ja. Das brauchst du. Und daraufhin bin ich dann, habe ich versucht, aufs Gymnasium zu kommen, hat aber nicht geklappt, das war zu schwierig. Aber und dann habe ich nachher erst eine Lehre gemacht. Ja, darauf kommen wir dann jetzt. Du hast eine Lehre gemacht. Hattest du da eine gewisse Vorstellung? Ist dir das sehr einfach gefallen oder war das ein bisschen schwierig, dann auch das Entsprechende oder das Richtige zu finden? Das war so, wie es, in, glaube ich, bei ganz vielen Menschen der Fall ist. Die Eltern machen irgendetwas Bestimmtes. Mein Stiefvater hatte eine Glaserei, da bin ich groß geworden, habe ich auch viel schon kennengelernt. Und mein Bruder, 4,5 Jahre älter, der war schon in der Lehre als Glaser. Und dann hieß das immer, und du machst das Büro. Ja. Und daraufhin war dann festgelegt, dass ich also mal irgendwie Kaufmann werden soll. Und habe dann eine Lehre angefangen in Hamburg im Schielehaus im Außenhandel. Das war 1965. Ja. Aber die habe ich nicht beendet. Ach, nicht beendet. Sondern nach 1,5 Jahren war mittlerweile die gesellschaftliche Lage mit der außerparlamentarischen Opposition und mit der neuen umwälzenden Situation, mit der Musik von den Beatles und so weiter und so fort, die Hippie-Bewegung, die hatte mich auch infiziert und dann habe ich gesagt, ich möchte mich bilden und ich möchte das nicht weitermachen. Und dann hat mein Stiefvater nach einem halben Jahr gesagt, das darfst du nicht. Nach einem Jahr hat er nochmal gesagt, du darfst nicht aufhören. Und nach 1,5 Jahren hatte ich ihn dann weich gekloppt und dann sagt er, ja gut, dann gehst du halt wieder auf die Schule. Dann gehst du wieder auf die Schule. Und dann bin ich aufs ganz normale Gymnasium gegangen und habe dort mein Abitur gemacht. Ach, da hast du dein Abitur gemacht. Ja, genau. Jetzt kommen wir mit der natürlich, wie war das denn mit Zivildienst oder Bundeswehr? Hätte ich verweigert. Das war aber nicht nötig, weil ich wurde dann Ersatzreserve 2. Und da wirst du nicht gezogen und so weiter und so fort. Ja. Von daher hat sich das nicht ergeben. Gut. So, wir haben jetzt das Jahr 1967. Ja. So, jetzt fängt dein Leben an, sehr turbulent zu werden. Ja. Und ich möchte das nicht einzeln auflisten wollen, ja, genau, sondern überlasse dir jetzt bitte so das Wichtigste über das Wichtigste zu erzählen, was dann nach 67 passierte. Ja. So wie für uns alle, diese große, wie soll man sie jetzt nennen, emanzipatorische oder liberale Bewegung, die Hippie-Bewegung, es gab eine neue Musik, wir waren begeistert, es gab eine neue Mode, man fing an, andere Dinge zu lesen, es gab Krach in den Elternhäusern, eine führende Gestalt war Rudi Dutschke, für mich, der zentrale Begriff von Rudi Dutschke war Emanzipation. Und darunter verstand er nicht nur, dass Frauen sich befreien aus Abhängigkeitsverhältnissen, sondern überhaupt Abhängigkeitsverhältnisse. Und wir waren damals in einer ganz kritischen Lage und da habe ich voll mitgemacht. Ich war in der Musik, ich war begeistert, habe die Beatles gehört und Pink Floyd und Jimi Hendrix auf Fehmarn und was alles dazu gehört. Ja. Und da habe ich dann auch mal kennengelernt, was ein Joint ist. Na gut, das gehörte damals dazu. Darf man heute noch, heute darf man das sagen. Ne? Heute darf man das auf jeden Fall, ja klar. Ja. Ein Stipendium kam dann noch hinzu und ein politischer Weg. Und wie kam es dann zu einem Forschungsauftrag und was für eine Richtung war das dann? Ja, ich habe zunächst dann, nachdem ich Abitur gemacht habe, wollte ich Philosophie studieren. Ich hatte einen sehr guten Philosophielehrer in der Oberstufe und habe damit auch begonnen. Und das war eine mittlere Katastrophe, weil ich einfach nicht verstanden habe, was die da gesagt haben. Also ich hatte einen jungen Dozenten, der war erklärtermaßen von der Frankfurter Schule, kritische Theorie. Du hast nur Fremdwörter gehört. Es war entsetzlich. Und dann bin ich sozusagen wieder ins Elternhaus zurück, habe gedacht, vielleicht mache ich doch lieber das Büro und habe angefangen, BWL zu studieren. Also von Philosophie, ein Semester auf BWL, 2 Semester. Und dann habe ich aber
wiederum gemerkt, nee, ist es nicht. Und habe mich dann intensiv mit meinem Philosophiestudium beschäftigt, neuere deutsche Literatur, altgriechisch, Politikwissenschaft studiert und fand dann einen sehr, der später auch mein Doktorvater wurde, einen sehr engagierten Professor, der mich so ein bisschen in die Spur gebracht hat. Und der hat auch dafür gesorgt, dass ich ein Stipendium bekommen habe von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und als ich anfing, für meine Dissertation zu arbeiten und zu forschen, er war verbunden mit Amerika, mit einem heute bekannten Philosophen, Charles Sanders Peirce. Von dem gibt es kein Gesamtwerk, aber es gibt 80.000 Manuskriptseiten. Und die wurden damals angefangen zu erforschen. Mhm. Und dann hatte ich die Möglichkeit, meine Doktorarbeit vom Thema her auf diesen Peirce auszurichten und hatte auch die Möglichkeit, in Amerika einen Forschungsaufenthalt zu erleben, zu dem ich erfreulicherweise auch meine Familie mitnehmen konnte. Also die Frau und die kleine Tochter. Wir waren dann 4 Monate in Texas. In Texas? An der Texas Tech University, genau, ja. Dann nach diesen 4 Monaten kehrtest du dann zurück und was hast du dann gemacht? Dann hast du einen erneuten Abschluss gemacht, ne? Es war so, ich hatte meine Doktorarbeit fast fertig. Ja. Ich hatte vorher eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg im philosophischen Seminar und mir fehlten jetzt noch irgendwie ein paar Monate, um das fertig zu kriegen. Die hatten mir aber die Stelle gestrichen. Das war anders abgemacht und das läuft unter Hochschulpolitik und so, da will ich jetzt nicht so viel drüber reden. Jedenfalls war das futsch. Und ich hatte dann den Magisterabschluss, die nicht fertige Promotion und musste mir eine Arbeit suchen, weil es gab in Deutschland keine Stellen an den Hochschulen. Und dann hat mir eine Freundin geschrieben, das Goethe-Museum in Düsseldorf sucht einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und da habe ich mich beworben und dann habe ich Glück gehabt und bin also dann dort 6 Jahre tätig gewesen, habe sehr viel gelernt, Goethezeit und so weiter, Literatur, Philosophie, musste ich Führung machen, Ausstellungen erarbeiten zu allen möglichen Themen. Das war eine sehr lehrreiche und eine schöne Zeit, aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Aber du hast dann auch die Leitung eines Kulturamts übernommen. Hat man dir das angeboten oder war das so auch so eine Richtung von dir, so ein Wunsch? Ja, dazu muss ich etwas sagen, was eigentlich nicht unhöflich gemeint ist. Aber ich bin nun mal Norddeutscher, das hört man vielleicht auch. Und ich habe im Goethe-Museum Düsseldorf zwar gerne gearbeitet, aber ich habe mich dort nicht wohlgefühlt. Und nach 5 Jahren wollte ich weg. Und da war die Situation, dass die Grenze aufging. Und dann bin ich auf eigene Faust, Allerheiligen ist hier im Norden kein Feiertag, aber dort. Und dann hatte ich frei und bin nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren und habe verschiedene Orte, Wismar, Schwerin, Rostock besucht. Und dann haben sie mir im Kultusministerium gesagt, da in Schwerin, in der Landeshauptstadt, da suchen sie einen Kulturamtsleiter. Und dann bin ich dahin direkt und habe mich beworben und die Stelle bekommen. Und dann war ich 5 Jahre Kulturamtsleiter in der Landeshauptstadt Schwerin. Aha. Das war dann 1997? Das endete 95. Ja. Und es war übrigens eine sehr bewegende Zeit. Darf ich ein Beispiel erzählen, auch warum ich weggegangen bin dort? Zunächst war alles offen. Wir haben unendlich viel machen können. Alle Parteien waren im Kulturausschuss. Die haben am Thema gearbeitet und nicht irgendwie ihre Parteipolitik. Und dann wurde es eben konträr und oppositionell und so weiter. Und ich hatte die unschöne Aufgabe, die Landeshauptstadt Schwerin hatte 2 große Orchester. Das kann eine Stadt von der Größe sich nicht leisten. Ja. Und ich musste einen Auflösungsbeschluss für die Schweriner Philharmonie vorbereiten, dass die Stadtverordneten dann die Auflösung beschließen sollten. Und dann hat mich erlebt, dass ein junger Musiker, um woanders einen Job zu bekommen, der in diesem aufzulösenden Orchester tätig war, der hat woanders vorgespielt
und die Stelle nicht bekommen. Und war so verzweifelt, dass er sich in Schwerin oben am Dachboden aufgehängt hat. Oh Gott. Und da habe ich gedacht, ich bin hier nicht hergekommen, um Kultur abzubauen, ja, sondern um Kultur zu ermöglichen, ja, und zu machen. Und dann gab es die Möglichkeit, dass ich da die Segel streichen konnte. Und dann bin ich zurückgegangen hier in diese Gegend. Okay, und dann kommen wir zu 1997. Da gab es eine erneute Veränderung jetzt in deinem beruflichen Tun. Ja. Das gehört jetzt zu den nicht ganz so schönen Seiten. Da hatte ich eine, wenn man so will, eine Krise, einen Lebensschnitt. Ja. Also die Ehe ging kaputt, der Job war zu Ende, ich wusste nicht mehr genau, was ich machen sollte. Und dann habe ich eine Zeit lang gar nichts gewollt, war arbeitslos. Aber habe natürlich sofort dort gesagt, ich würde gerne die und die und die Bewerbung, da würde ich mich gerne bewerben, aber dazu braucht man EDV und PC-Kenntnisse, die habe ich aber nicht. Und dann hat mich das Arbeitsamt sozusagen hat mir ermöglicht, PC zu lernen. Und dann habe ich danach angefangen, also parallel gleichzeitig, habe ich angefangen, Trommeln zu lernen, ja, weil ich nichts anderes machen wollte. Ich wollte gar nichts, ich wollte einfach nur nichts. Und das Trommeln hat mich so fasziniert und da es war also wirklich ein Senkrechtstart. Ich habe 2 Jahre lang nur getrommelt und Unterricht genommen wie verrückt. Und dann war ich aber auch fit und dann wurde ich Trommellehrer. Also Philosophieren und Trommeln. Jetzt die Philosophie war ein bisschen zurückgeblieben, ja, weil ich ja erst in Schwerin Amtsleiter war. Und das kam so zustande, dass die Philosophie jetzt heute mein Hauptbereich ist, kam so zustande, dass ich dort als ich anfing, meine Trommelschule zu gründen in Reesdorf bei Bordesholm, die es heute auch noch gibt, ja, da habe ich parallel Zivikurse gegeben. Mhm. Ja, Inhalte über Ethik, über, ja, Menschenbild, Umgang mit älteren Menschen. Die Zivis mussten immer 2 Wochen Lehrgang machen. Mhm. Da habe ich dann mich wieder in die Themen, die ich heute auch noch bearbeite, einarbeiten können. Und so kam langsam wieder die Philosophie dazu. Ah ja, du hattest dann aber auch eine Stelle bei der Volkshochschule in Neumünster. Ja, da war ich also als Honorarkraft erst tätig als Trommellehrer. Ja. Und dann habe ich da auch ab und zu mal Philosophie gemacht. Und zwar gab es dort, das ist eine wirklich weltweite Bewegung mittlerweile, es gibt das sogenannte Philosophische Café. Es hat ein Franzose, Marc Sauté, gegründet. 1993 in Paris und hat gesagt, Menschen, die Interesse haben, sich mit Dingen zu beschäftigen, für die sie keine Antwort haben, die Lebensfragen haben und so weiter, die sollten sich in so philosophischen Cafés treffen und sich austauschen. Und aus diesem Gründungs, ja, wurde dann wirklich eine weltweite Bewegung. Und das war dann auch hier so. In Neumünster hatte ein ehemaliger Schulleiter so ein philosophisches Café immer sonntags alle 4 bis 6 Wochen angeboten. Und der wollte aufhören. Und daraufhin habe ich das 2008 übernommen. Mhm. Und das ist eine Sache, die mich sehr freut, weil das ganz kontinuierlich ging. Bis vorgestern, ja, war das letzte. Und wir haben am 26. September letzten Jahres das 100. philosophische Café gehabt. Oh ja. Also da kann ich bei dir aber nicht mithalten. Du hast ja hier fast 300 Gesprächsrunden, ja, aber die sind ja auch, ja, öfter. Ja. Also von daher. Aber das war eine schöne Sache. Ja, wunderbar. Jetzt kommen wir zu diesen Trommeln nochmal. Du machst das hauptsächlich mit Kindern. Nein, ich habe das ganz breit angeboten. Ganz breit angeboten. Ich wusste nicht, woher kriege ich jetzt Leute, die trommeln wollen. Ein paar natürlich aus der Umgebung. Und dann habe ich ein Rundschreiben an alle Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein geschickt. Ja. Und darauf bekam ich so 7, 8 Anrufe oder Anfragen und habe dann jahrelang mit Erwachsenen getrommelt. Mit einfach Wochenendtrommelkursen oder so etwas bis hin nach Rügen und Grimmen und so weiter. Aber auch hier in Lübeck und im Land überall. Und dann habe ich auch angeboten, Trommeln für Kinder. Und da ich nun Zivikurse gab und wusste, was es bedeutet, behindert sein, Menschen mit Behinderung, damit hatte ich auch zu tun, habe ich dann angefangen, auch
für behinderte Menschen und mit behinderten Menschen zu trommeln. Wunderbar. Haben wir bei der Vorwerker Diakonie in Lübeck und bei verschiedenen Einrichtungen. Und das war ein ganz tief bewegendes Erlebnis. Ja. Weil die Menschen so froh werden, wenn sie trommeln. Du bist auch Trommler. Ja. Ja. Und da muss ich dir nicht sagen, wie schön das ist. Und was, wie es einem in die Knochen geht und was das mit einem macht. Genau das. Und das erleben fast alle Menschen. Und deswegen war das eine Zeit lang wirklich ein Erfolgshit. Und von daher habe ich mit relativ vielen verschiedenen Menschengruppen getrommelt und jetzt aber nur noch mit meinen Oldies. Wir sind schon 15, 20 Jahre zusammen und schön. Trommeln immer noch beim Kiellauf. Ja. Da stehen wir dann 2,5 Stunden und trommeln uns die Finger heiß. Deswegen heißen wir auch Hot Hands, so heißt die Gruppe. Und jetzt demnächst einmal noch beim Stadtradeln, das kennst du vielleicht auch. Stadtradeln ist ja so eine Bewegung, ja. Dass man das Rad so, und das gibt es auch in Bordesholm und da stehen wir demnächst vorm Rathaus und Also das ist alles afrikanisch, ne? Ja, das sind afrikanische. Und du hast auch so eine kleine Schule bei dir auf deinem Gelände. Genau, ich wohne. Wo ihr dann probt oder? Ja, wo ich probe oder wo ich Unterricht mache. Achso, du gibst auch Unterricht, ja. Ja, ich gebe jetzt auch noch Unterricht. Ach, das ist hinten im Garten eine Hütte, die habe ich so eingerichtet. Mhm. Da ist alles, was wir dazu brauchen. Wunderbar. Ja. Tolle Tätigkeit. Ja, macht dich glücklich. Ich merke das direkt. Ja. Dann du strahlst. Also wenn ich mit schlechter Laune reingehe, was auch nicht so oft vorkommt, aber es kommt vor, dann gehe ich mit guter Laune wieder raus aus dem Traum. Ich komme nochmal zur Philosophie. Du gibst auch Vortragsveranstaltungen, bist auf sehr vielen Veranstaltungen tätig. Erzählst du mal so ein bisschen was über den Inhalt dieser Vorstellung? Ja. Also die Themenliste ist unendlich lang, aber was beschäftigt die Menschen? Also mein Angebot besteht darin, dass ich Vorträge halte, die hauptsächlich so Orientierungsfragen angehen. Also mal ein Beispiel. Wir haben alle viel mit digitalen Veränderungen zu tun. Und die große Debatte innerhalb der Philosophie im Menschenbild ist die Frage, wie wird sich eigentlich der Mensch verändern? Bleiben wir so, wie wir sind, also ganz normal Homo sapiens, oder wird zum Beispiel künstliche Intelligenz dafür sorgen, dass sich auch unsere Spezies verändert, dass wir andere Fähigkeiten entwickeln, sei es durch Technik, sei es durch Genveränderungen und so weiter, sodass dann, ich meine, Darwin hat ja gesagt, es gibt so eine Reihe von Tieren und ganz oben steht der Mensch, aber logischerweise kommt danach ja noch dann ein Wesen. Und wie wird das sein? Also das ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Und ob wir schon so in den Anfängen stecken mit der künstlichen Intelligenz, eine Frage nach dem Menschenbild. Ja. Und ein anderes Thema ist immer wieder die Frage der Orientierung in einer Massengesellschaft. Wir leben in einer globalisierten Massengesellschaft und die Menschen werden zugeschüttet, mich eingeschlossen, mit Informationen und du auch und wir alle. Und wie sortiert man das jetzt? Und da kann die Philosophie durch ganz einfache Sinngebung irgendwie Werkzeug an die Hand geben, an dem man sich orientieren kann. Wenn ich ein kleines Beispiel geben darf, also zwei weise Sprüche, und weise meine ich jetzt nicht ironisch, Heraklit hat gesagt, alles fließt. Und wenn du das für dich akzeptierst, dann bist du auch bereit, noch mit 80 Handy Umgang zu lernen. Ja. Weil du sagst, so ist es nun mal, es wandelt sich alles ständig. Wenn man sagt, nee, wir wollen, dass alles stabil ist, dann kommt dieser Wandel nicht. Und das ist eine alte Position aus der Philosophie. Und es gibt eine andere, die finde ich wichtiger denn je, die ist von Albert Schweitzer. Der hat gesagt, für ihn gilt die absolute Ehrfurcht vor dem Leben. Und wenn wir über Ethik sprechen, darf ich dir eine Frage stellen? Gerne. Ja? Ja. Hast du ein Lebensmotto? Ich habe ein Lebensmotto. Würdest du das hier äußern? Oder ist dir das zu persönlich? Nö, überhaupt nicht. Sag mal. Mein Lebensmotto ist immer schön fröhlich und ins Leben gehen, auch neue Dinge zu erlernen und alles umzusetzen und das mit Freude alles zu tun und vor allen Dingen auch
das Familiäre aufrechterhalten, sodass man ein frohes und gesundes, wovor ein glückliches Leben führt. Genau. Das ist für mich ganz wichtig. Und das ist eine Haltung und die hast du irgendwo her. Und wenn man sich für sich selber erlebt, also mein Lebensmotto ist zum Beispiel von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Weil ich gedacht habe, also leben und leben lassen, das kann ja jeder. Aber wenn du was ändern willst oder wenn du was bewegen willst, dann mach es. Und deswegen ist das mein Lebensmotto. Und wenn man das zurückverfolgt in Gedanken, dann wird man merken, da gab es irgendeinen Lehrer, irgendwelche Eltern, irgendwelche Literatur, die man mal gelesen hat, wo man diese Haltung vermittelt bekommen hat. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, ist das eigentlich noch das richtige Lebensmotto? Sollte ich mich weiterhin danach richten, weil es sich bewährt hat? Dann ist man am Philosophieren und dann bist du mitten in der Ethik. Ja. Also und das sind die Fragen, wo Menschen in meine Veranstaltungen kommen, die suchen Möglichkeiten, sich im Gespräch auszutauschen und sich auch für sich selber, auch wo sie jetzt älter werden. Ich habe viele Leute, die sind schon ein bisschen älter und die wollen nochmal sich mit bestimmten Dingen beschäftigen, sich neu orientieren oder was sie immer schon mal machen wollten. Und das kannst du finden in der Philosophie. Und hast du großen Zulauf bei deinen Veranstaltungen? Das, die Frage beschämt mich etwas. Also ich würde sagen, es ist ja, es läuft seit wirklich 10, 15 Jahren ganz kontinuierlich. Ich habe philosophische Cafés in Neumünster, hier in Kiel, eine philosophische Morgenakademie in der Volkshochschule, in Eutin, auf Gut Wittmold, in Rheinbeek, in Itzehoe. Also es gibt da großes Interesse. Und die Leute kommen immer wieder, weil es meistens gelingt, dass man gut ins Gespräch kommt. Und dann ist das kontinuierlich mal. Das ist schön. Dann bist du ja sehr erfolgreich, ne? Ich hoffe, so siehst du das. Also es fühlt sich so an. Ja, fühlt sich so an. Ja. Roland, kommen wir zu 2015. Da kam etwas Besonderes auf dich zu. Eine besondere Tätigkeit oder etwas anderes noch hinzu? Oder hast du da einen Wechsel? Das kam hinzu. Und zwar ist es so, ich habe lange Jahre in Italien Trommelkurse gegeben im Sommer, immer so Ferienkurse. Und das wollte ich jetzt auch, aber nicht mehr da, wo es bisher war, in der Nähe von Rom, weil das nicht mehr ging. Und da lernte ich jemanden kennen, der sagt, du, ich habe mir gerade ein Haus am Lago Maggiore gekauft. Da war ich ganz baff und er sagte, wenn du willst, kannst du da trommeln. Und ich habe dann dort 2, 3 Trommelkurse gemacht. Und dann erzählte mir dieser Freund, dass in der Nähe, in der Schweiz, eine Autostunde entfernt, Montagnola ist, wo der Dichter Hermann Hesse gelebt hat und gewirkt hat. Und ich mag sehr gerne Hermann Hesse und habe dann dort das Museum besucht. Das ist 2001, glaube ich, neu eröffnet worden, ein wunderbares Museum. Und mir überlegt, du machst jetzt Bildungsreisen und gibst Kurse für Leute, die Lust haben, sich mit Philosophie, Literatur, Hermann Hesse, Renaissance und so weiter zu beschäftigen. Und so entstand so eine Art Bildungsreise im Herbst am Lago Maggiore. Und das ging jetzt einmal wegen Corona nicht, aber ich möchte gerne das wieder aufnehmen, weil das sehr viel Freude macht. Das ist mit Wandern und mit Reden und mit gemeinsam Kochen. Ja. Aber natürlich arbeiten wir auch jeden Tag so 3, 4 Stunden am Text oder am Thema und das macht sehr viel Freude. Das sind großartige Tätigkeiten, die du hast, ne? Ja, wenn ich das so erzähle, dann kommt mir das auch so vor. Ja, ich bin im Moment gerade, ich weiß gar nicht, das gehört hier sicher nicht her, aber ich bin richtig platt. Ich habe 4 Monate durchgearbeitet, weil alles neu anfing und ich habe mich auch in ein paar neue Aufgaben hineingearbeitet und dann eben mit Internet und Zoom und neue Themen und so weiter. Und manchmal, man kann diese selbstständige Tätigkeit, die kannst du nicht so durchplanen. Ja. Und jetzt war 4 Monate geknubbel und ich habe Gott sei Dank jetzt im Mai habe ich mal ein bisschen frei. Na Gott sei Dank. Ja. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu dem Fließen. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Das ist bei dir natürlich jetzt auch passiert, 2015. Bei dir ist ja auch etwas geflossen. Du hast ja nicht gesagt, Schluss, halt, ich mache nichts mehr. Und das war eben das, dieses Neue 2015, etwas Neues zu entwickeln, wo du auch Spaß und Freude dran hast. Und das natürlich auch sehr erfolgreich und vor allen Dingen aber auch genießt. Das habe ich jetzt auch wiederum festgestellt, eben bei deinen Ausführungen. Das kam mit Freude rüber. Ja, ja.
Und so ist das ist eine schöne Sache. Das ist einmal im Jahr dann, oder? Das ist einmal im Jahr, im Herbst, ja. Weil es auch viel Vorbereitung kostet und so weiter. Mhm. Und von da, also ich habe halt verschiedenste Aufgaben. Ich würde auch gerne noch über eine Aufgabe erzählen, wenn das hier reinpasst. Ja, sicher, also, bitte. Also ich arbeite nicht nur mit philosophischen Cafés, sondern ich habe über diese Zivi-Tätigkeit dann eine Tätigkeit bekommen beim IBAF. Das ist von der Diakonie die Weiterbildung für Sonderpädagogik. Und dort arbeite ich mit Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten. Ja. Und zwar als Fachkräfte. Das heißt, es sind die Menschen, die den Leuten, die dort arbeiten, helfen, wieder möglichst in den ersten, ins erste Arbeitsfeld, ja. Auf den ersten Berufsmarkt, oder ja. Wie heißt das? Ja, ja, ja. Arbeitsmarkt zu kommen. Und das ist eine sehr wichtige und auch sehr befriedigende Tätigkeit. Wir sprechen über Ethik und Menschenbild und wie gehen wir um mit Behinderung und solche Dinge. Und das mache ich eben auch schon seit vielen Jahren. Und da habe ich jetzt auch einiges Neues übernommen. Ah, ja. Das gehört ja auch, Stiftung machen Sie auch mit zu, nicht? Die sind ja da auch sehr führend, nicht? Ja. Die machen ja auch Ausbildung bis möglicherweise zum Arbeitsmarkt hin, wenn das denn ausreichend ja, ist, die Ausbildung. Ja, das kommt nicht so oft vor, ne? Nee, wollen genau, wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem, die Menschen, die dort arbeiten, das ist so eine tolle Unterstützung, ja. Und die gewinnen so viel an Selbstvertrauen, ja. Und Selbstbewusstsein. Also da passiert wirklich viel. Ja. Ich will jetzt nicht nur einseitig die Diakonie loben, insgesamt die soziale Arbeit, die ist in dem Bereich ziemlich, ziemlich gut. Sehr schön. Ja. Roland, deine Tätigkeiten, die du erzählt hast, das hat uns ja, mich zumindest sehr beeindruckt, und das war eine schöne Ausführung. Alles über das, was du gemacht hast, und das war ja sehr facettenreich, und mit deinen ganzen Abbrüchen, und dann letztendlich ist da doch etwas Großartiges entstanden bei dir. Ja. Gibt es zusätzlich zu diesen ganzen Dingen, die du jetzt machst, gibt es da auch ein Hobby? Ja. Oder ist es das Hobby? Wenn ich es erzählen darf, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Also ich habe als junger Mensch nie tanzen gelernt. Und ich habe im Januar wieder angefangen, Tanzkurse zu belegen. Einfach Standardtanz, ne, für alles, was dazugehört. Boogie-Woogie und langsamer Walzer und so weiter und so fort. Und das macht mir unendlich viel Freude. Also das ist so ein kleines Hobby. Und da ich noch relativ viel arbeite, habe ich ein Hobby auf Lager. Das ist sozusagen schon angeschoben. Ich habe mir nämlich einen Kindheitstraum erfüllt und mir eine alte McLean-Eisenbahn gekauft. Die ist jetzt verpackt im Keller. Und damit will ich mich dann, wenn ich Zeit habe, beschäftigen. Ja, schöne Sache. Macht ihr denn jetzt Urlaub? Wie ist das mit Urlaubsreisen? Gibt das besondere Ziele? Oder einfach mal drauf zukommen lassen? Ich habe immer kombiniert diese Bildungsreisen im Herbst. Mhm. Da habe ich immer eine private Woche rangehängt. Ja. Oder manchmal fahre ich auch so in dieses Haus, wie gesagt, von meinem Freund, wo ich dann sein kann. Das war so der Urlaub. Aber wenn man Italien erstmal mag, dann ist das sowieso sehr toll. Ja. Und außerdem genieße ich es hier sehr. Ich habe eine schöne Wohnung, ein Grundstück ist dran und alles. Also ich fühle mich hier sehr wohl, brauche nicht unbedingt. Und ich war relativ viel in der Welt unterwegs. Okay. Von daher, aber ja. Schön, sehr schön. Roland, eine Frage habe ich noch. Du hast ja ein sehr umfangreiches Leben geführt und wie gesagt, mit vielen, vielen verschiedenen Dingen erlebt. Gibt es da irgendwo eine Sache, die dir besonders toll vorgekommen ist, sagen wir mal ein Highlight, wo du sagen kannst, ja, also viel erlebt, aber da war doch noch was Besonderes? Ja, es gibt für mich persönlich etwas sehr, also nicht privat, aber für mich persönlich etwas sehr Besonderes. Als ich 30 war und noch am Studium, dabei hatte ich meinen Magisterabschluss gemacht, da bekam ich vermittelt durch meinen späteren Doktorvater die Möglichkeit, auf einem Philosophiekongress in Buffalo im Staat New York bei den Niagarafällen einen Vortrag zu halten. Das war mein erster Vortrag auf Englisch. Und ich habe mir damals ein Flugticket gekauft, ich habe mir ein Auto gebucht, ich bin nach New York City geflogen, ich bin durch die
Staaten, also Massachusetts, ich habe die in Plymouth die das Ersatzschiff gesehen mit dem die Siedler angelangt sind und bin dann durch ganz New York State gefahren durch den Indian Summer, eine unglaubliche Landschaft und es war unglaublich schön und das war so mein Erlebnis und Reise-Highlight, das mir immer noch vor Augen steht. Sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg in allen Dingen, die du tust und vor allem Gesundheit und dass jetzt alles ein bisschen einfacher wird, aber das zeichnet sich ja im Moment zumindest ab. Wer weiß, was im Herbst da wozu kommt, aber daran wollen wir nicht denken. Wie gesagt, Roland, nochmal Dankeschön, dass du hier warst und für dich, für die Zukunft alles, alles Gute. Ja, herzlichen Dank und also ich möchte auch gerne etwas sagen. Bitte. Einmal bedanke ich mich natürlich sehr herzlich für die Möglichkeit, aber ich habe mir die Sendung angeschaut, die Jutta Krüt, die Journalistin mit dir gemacht hat. Jutta Kürt. Genau. Und da habe ich gesehen, wer du bist und was du so machst. Und auf dem Hintergrund, und das soll jetzt nicht pathetisch sein, ist es mir eine Ehre, dass ich hier sein durfte. Und Dankeschön. Aber es war mir auch eine Ehre, dass du bei mir warst. So, okay. Jetzt haben wir uns gegenseitig etwas zugeschaut. Genau, jetzt haben wir es. Ganz herzlichen Dank nochmal. Okay. Alles, alles Gute. Ja, Dankeschön. Bitte. So, meine Damen und Herren, ja, das ist ein schöner Abschluss und vor allen Dingen auch ein ganz, ganz tolles Gespräch über alle möglichen Dinge, die Roland gemacht hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und Ihnen hoffentlich oder sicherlich auch. In der nächsten Woche habe ich Dirk Holdorf. Dirk Holdorf ist vielleicht möglicherweise zu verwechseln mit dem Sohn von Willi Holdorf, der auch Dirk heißt, aber das ist er nicht. Da war ich auch erstmal so ein bisschen baff, weil ich dachte, er wäre es, aber er war es nicht. Dirk Holdorf ist ein Erzieher und ist auch ein Tüftler. Das heißt, er hat schon sehr, sehr viele Spiele entwickelt, also Familienspiele, die zu Hause gemacht werden. Und darüber spricht er, wie er das aufbaut und wie er das konzipiert und wie er das letztendlich auch dann veräußern kann. Darauf freue ich mich und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch dabei sind. Und sage schönen Dank erstmal für den heutigen Abend und alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und Dankeschön.